Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Herz-zu-Herz-Live-Talk. Impulse aus dem Leben mittlerweile ganz schön vieler verschiedener Menschen, die ich euch hier präsentiere. Und heute bei mir zu Gast ist eine ganz wunderbare Frau. Und ich hoffe, sie kommt auch gleich dazu. Sie kommt aus dem Norden von Deutschland und ich hole sie jetzt mal gleich zu mir ins Gespräch. Sie ist nämlich mit dabei. Ihr Name ist Ute Ludwig. Hallo, liebe Ute. Hallo, kann man mich sehen? Ja, ich kann dich sehr gut sehen. Ah, okay, alles klar, aber okay, ich sehe mich selber nicht, ich sehe nur dich, das ist normal so, oder? Wirklich? Nee, eigentlich solltest du uns untereinander sehen. Okay, ja, ich bin, egal, ich sehe mich jetzt nicht, aber ich sehe zumindest dich. Okay, spannend. Vielleicht kann Aber wenn. irgendjemand, der gerade zuschaut, uns hier einen Kommentar reinschreiben, ob ihr uns beide seht, weil ich sehe dich ganz gut. Also ich sehe so, wie ich es gewohnt bin, untereinander, wie in so einer Videokonferenz. Okay. Ja, vielleicht kann jemand was dazu sagen. Das wäre natürlich cool. Aber sonst machen wir es. Ich stelle dich in jedem Fall schon mal vor und liebe Ute schon mal beide. Sehr gut, da kommt schon das erste Kommentar. Ja. Also Sie sehen uns beide. Liebe Ute, voll, voll schön, dass du dir Zeit nimmst und dass du heute hier bei mir im Herz-zu-Herz-Live-Talk bist. Danke dir. In meinem Herz-zu-Herz-Live-Talk geht es darum, Menschen zu inspirieren. Wie machen es andere Menschen gerade, um einfach Dinge mal anders zu denken, anders zu tun, ja? Und ich stelle dich jetzt mal vor, liebe Ute, weil du so, so viel bist und ich deine Arbeit so bewundere und deiner Arbeit schon ganz, ganz lange folge. Du bist ja Ernährungsberaterin mit Fokus auf Rohkost und Detox und du bist, was ich so cool finde, ausgebildete Raw-Chefin. Ich finde ja die Raffinesse, die so in der Rohkost auch möglich ist, genialst, gerade mit Kindern, wovon du ja auch immer mal wieder schreibst. Und ja, du bist Freigeistin, du bist Frau, du bist Mutter, du bist Unternehmerin, du bist Autorin, du bist in Wahrheit wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Deine Worte, wenn du schreibst, berühren mich und ich spüre es und weiß es und sehe es ja auch in deinen Kommentaren ganz, ganz viele Menschen. Und was ich jetzt gerade in der Situation, in der wir alle sind, so toll finde, ist, dass du, ja, dass du auch mal kritisch schreibst, dass du das Gefühl einem gibst, hey, wir dürfen auch mal Alternativen diskutieren, ja. Und dass du auch auf das große Potenzial, das hinter all dieser Phase gerade steckt, verweist und darauf aufmerksam machst. Und das war für mich so der Auslöser, wo ich wusste, okay, ich muss dich in den Herz-zu-Herz-Live-Talk holen. Und Schön, jetzt, danke dir für die Einladung. ja, voll gerne. Jetzt interessiert mich natürlich, liebe Ute, was machst du für dich, um eben in diesem Vertrauen zu bleiben, um ja, um dieses Potenzial zu fühlen, um zu wissen, hey, da geht es eigentlich um was anderes vielleicht auch. Und da können wir so viel draus gewinnen, auch in Wahrheit. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich glaube, ich bin wahrscheinlich durch alle Prozesse auch durch die wir alle irgendwie gehen, ja, durch Verwirrung, durch Konfusität, durch Chaos, durch Wahrheitssuche und was auch immer. Also das habe ich irgendwie alles auch hinter mir, wahrscheinlich in einem relativ schnellen Tempo. Und ich habe letztendlich festgestellt, dass das alles mich nicht weiterbringt. Und das, was mich am meisten weitergebracht hat, war tatsächlich erstmal in dieser Annahme, was ist. Also es ist halt einfach gerade so, wie es ist, ja. Also ich finde da draußen definitiv gerade keine Antwort. Und wenn ich mich da irgendwo verliere zwischen irgendwelchen YouTube-Videos und Mainstream-Medien und sonst irgendwas, ich finde einfach keine Antwort, ja. Also das Einzige, was dann passiert, ist, dass noch mehr Fragen entweder kommen, ja, das ist ja noch sozusagen der bessere Fall, oder was passiert ist, dass ich in Verwirrung komme, in Angst komme, in Unsicherheit komme. Und ich glaube, das ist das, was, oder das ist, ich weiß, dass das ist, was mir am allerwenigsten bringt. Und das bringt meiner Familie am allerwenigsten. Und wahrscheinlich bringt es auch allen anderen Menschen am allerwenigsten, in diesem Zustand zu sein. Und deswegen hat es mich in einen ganz starken inneren Frieden gebracht, einfach zu sagen, hey, es ist so, ja, egal was, es ist einfach so, wie es ist. Und ich finde, das bringt einen ganz, ganz dollen Frieden. Und immer wenn ich auch das für mich so sage, so diese Annahme, was ist, dann fühlt sich das in dem Moment schon wie Frieden an. Und aus diesem Moment heraus kann, glaube ich, viel entstehen. Also der Moment der Annahme, was ist,
der bringt einen einfach ganz stark zu sich selbst, ja, und dann guckt man plötzlich nicht mehr da draußen, dann guckt man da drinnen, und ich glaube, da liegt auch der Schatz verborgen, und da liegen gerade so die Kräfte verborgen, und da liegen auch die Themen verborgen, die vielleicht jetzt auch gerade für uns wichtig sind. Ich habe mir so die Frage gestellt, das habe ich, glaube ich, auch neulich gepostet, in meinem letzten Post sogar, was wäre, wenn das alles richtig wäre? Ja, also diese Frage kann man sich einfach mal stellen als Gedankenspiel. Das muss ja nicht sein, dass es so ist. Ja, natürlich heißt es auch nicht, dass ich ignoriere, dass auch viele schlechte Dinge gerade passieren. Aber diese Frage allein setzt ganz viel frei. Was wäre, wenn das jetzt alles richtig ist? Was wäre, wenn das so sein muss, wie es gerade ist? Ja, und dann kann man einfach so, dann kommt man so in diese Phase zu schauen, ja, was ist denn zum Beispiel mein Wirkkreis eigentlich gerade? Was kann ich denn gerade tun? Ja, es gibt Kontaktsperre, ja, es gibt es alles. Ich kann mein Leben nicht so weiterführen, gerade wie ich es gewohnt bin. Also mache ich doch einfach was draus. Und ich habe ja immer noch die Macht über mein Leben, und ich habe auch immer noch die Macht in einem bestimmten Wirkkreis, sage ich mal. Also selbst wenn es nur meine Familie ist oder meine Nachbarn oder über Social Media die Menschen, mit denen ich verbunden bin, natürlich meine Klienten jetzt zum Beispiel in meinem Fall, oder einfach meine Freunde, mit denen ich über WhatsApp und alles verbunden bin, meine Freundinnen und so weiter. Und das alles ist ja mein Wirkkreis, und in dem kann ich wirken und handeln. Ja, und das und in dem habe ich Macht, und in dem habe ich all das, was mir jetzt, wo ich vielleicht denke, dass mir das eigentlich gerade entzogen wird. Und ja, das ist so was, was mich ja einfach, sage ich mal, bei mir hält und mich nicht zerstreuen lässt, weil ich glaube, diese Zerstreuung ist gerade das, was ich bei ganz vielen Menschen beobachte. Das ist so diese Zerstreuung, die dann in Angst mündet irgendwie, ne? Ja. Ja. Und ich finde, dieser Zustand ist so massiv destruktiv, und bei mir ist es so, ich habe dann immer so einen Grundstolz, sage ich mal. Ich sage, nee, bitte, also ich will jetzt bitte nicht in diesem Zustand sein, weil dazu ist mir auch meine Lebenszeit zu schade. Ne? Das kommt ja auch dazu. Ja, ja. Ich fand jetzt, du hast ganz, ganz viele wichtige Punkte gesagt. Ich möchte jetzt gerade mal zusammenfassen, weil das so, so wichtig ist, weil du gesagt hast, was bringt es mir eigentlich, in so einem destruktiven Zustand zu sein? Was bringt es meiner Familie? Was bringt es in meiner Partnerschaft? Ja, so, so wichtig, darauf zu schauen, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, in die Angst oder in die Panik oder in was auch immer da ist zu gehen. Ja, und gleichzeitig zu sagen, und da habe ich in dem Moment, wo du es gesagt hast, auch gespürt, dass das so eine Freiheit erzeugt, wenn du sagst, es ist gut, so wie es ist einfach okay, ja? Ja, genau. Und das fand ich jetzt gerade so schön, und dann sogar, dass du dieses Wort Macht in den Mund genommen hast, ja, in deinem Wirkkreis hast du die gleiche, oder haben viele Menschen, glaube ich, die gleiche Macht, die sie auch vorher hatten, weil die Freunde sind ja nach wie vor da, nur halt in einer anderen Art und Weise, und wer weiß, vielleicht wäre das ja so oder so passiert. Das kann man ja, man kann es nie wissen. Und so, da finde ich deine Frage auch so wunderschön. Was wäre, wenn das alles richtig ist, so wie es ist? Ne? Ja, wow. Genau. Sehr, sehr spannend. Und machst du auch für dich etwas über die Ernährung? Du hast ja jetzt so Darmsanierung auch angekündigt in den nächsten Wochen. Machst du das, also hilft dir das auch irgendwie, ruhiger zu bleiben? Also es klingt jetzt vielleicht doof, aber zum Beispiel, wenn ich Rohkost esse und bestimmtes, also Gemüse, zum Beispiel Zucchini, das ist für mich so ganz ruhig. Da werde ich tatsächlich auch ruhig, weil das nicht irgendwie scharf ist, sondern so ganz, ja, so ruhig einfach. Ja, total. Also die Ernährung hat immer, glaube ich, einen sehr, sehr großen Einfluss, und es gibt einfach Essen, das, sage ich mal, unserem Geist noch mehr zerstreut und was uns ja vielleicht auch niedriger schwingen lässt, ja, also wenn man einfach sehr hochschwingende, lebendige Kost isst, dann hält einen das auch hoch und das trägt einen auf. Und klar, viel von unseren Gefühlen sitzt ja im Darm, also auch Angst und Panik und all das. Und wenn wir dem Darm dann mit diesen Sachen füttern, die ihm nicht gut tun, dann ist es kein Wunder, dass das eher negative Gefühle noch fördert, als dass es die, als dass es positive Gefühle hervorruft, ne? Also da gibt es absolut Zusammenhänge, und ich glaube, dass was derzeit so ein bisschen vielleicht sogar noch das Gesundheitsrisiko so im Subtext ist, dass wenn viele Menschen einfach in diese Angst verfallen, dass die dann in diesem Kampf- oder Fluchtmodus sind, viel Adrenalin ausschütten, und dann haben sie einfach, dann wird nämlich das Immunsystem tatsächlich gedrosselt, und dann wird das Verdauungssystem gedrosselt und. Also, und ja, genau. Und wenn man aus diesem Modus rauskommt
dann ist man auch gesundheitlich stärker aufgestellt. Und Nahrung hilft immer. Also es ist auch immer, das ist auch eine Frage der auch, wie bin ich bei mir? Wie sorge ich für mich selbst? Bin ich jetzt emotional angespannt und neige dazu, das wegdämpfen zu wollen? Zum Beispiel, ja, Kohlenhydrate sind so ein ganz, so der Teller Nudeln oder die Brötchen. Kohlenhydrate sind immer das, was so ein bisschen runterdämpft. Ja. Was auch manchmal gut ist, ja. Manchmal ist es auch gut, sich so ein bisschen runterzudämpfen, wenn man einfach, wenn einem alles zu viel wird. Aber wenn man andererseits sagt, ich möchte jetzt wirklich in meiner Klarheit sein, ich bin bereit, jetzt auch hinzuschauen, ich bin bereit, auch in meine Themen ranzugehen, dann macht es natürlich total Sinn, Essen zu essen, das einen darin unterstützt, das einen klareren Geist macht. Und da hilft einem natürlich Frisches. Es muss jetzt nicht eine 100% Rohkostdiät sein oder so, aber da hilft einem natürlich frische Lebensmittel, ja. Mhm. Absolut. Es ist immer ein Faktor für Wohlbefinden aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, ich habe so die Revolution, wenn eine stattfindet, die findet auch in den Küchen statt. Das ist sowieso mein Standardspruch. Und eigentlich ist es ja eine schöne Zeit zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Zeit zu Hause. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn ich hier in den Supermarkt gehe, da ist eigentlich noch alles, außer irgendwie Mehl. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, länger nicht mehr drin, weil mein Mann jetzt immer einkauft. Aber es ist eine große Chance, jetzt vielleicht auch die Küche umzustellen, einfach zu sagen, okay, jetzt geht's um mich und jetzt gehe ich mal die Themen an, die ich vielleicht auch in den letzten Jahren vernachlässigt habe, nämlich ich und meine Gesundheit und meine Küche. Ja, also das ist zum Beispiel eine ganz kleine vielleicht, aber eben eine Chance, die bei manchen vielleicht jetzt da ist durch die Zeit. Oh, ja, absolut. Gerade auch, was den Zuckerkonsum angeht. Gell? Ein wunderschönes Potenzial, ja, das du da gerade erwähnt hast, einfach mal zu überlegen, ja, vielleicht können wir genau jetzt die Ernährung umstellen. Ja, vielleicht ist die Chance genau jetzt da. Und ich meine, Obst und Gemüse, so wie du sagst, das ist das, was eigentlich nie gerade im Supermarkt knapp ist. Absolut. Oder die schönen Wildkräuter, also jeder, der im Moment wohnt oder im Garten hat oder im Park hat, oder sich da auseinanderzusetzen. Ne? Und das ist ja auch, sag ich mal, vor dem Hintergrund, wenn wir jetzt bereit sind, uns auch mal dem Thema Krise zu stellen oder so, was wäre denn, wenn die Krise jetzt schlimmer wäre? Ich meine, das ist ja, eine Freundin meinte neulich zu mir, die Krise ist ja noch sehr liebevoll. Also es könnte ja was viel Schlimmeres sein. Ich meine, die Erde hat Potenzial für Schlimmeres, oder? Also Atombomben und was es auf der Erde gibt. Ja. Sie meinte, die Krise ist ja noch sehr liebevoll und wenn man sich aber mit dem Thema beschäftigt, dann ist, finde ich, ist das Thema Wildkräuter und zu gucken, was wächst denn hier vor der Tür, ein extrem schönes, wertvolles Thema. Ja. Absolut. Jetzt war ja gerade die Bärlauchzeit, Brennnessel überall. Ne? Genau. So viele, also eigentlich alle, Spitzwegerich, Löwenzahn, alles, was gerade so da ist, auch schön. Was man auch so kennt, was man eh schon aus der Kindheit auch kennt. Man braucht da ja nicht einen großen Kräuterkurs zu machen. Also, das stimmt, ja. Manchmal ist es auch so, wir haben letztens so ein Rohkostbrot auch gemacht mit so einem kleinen Aufstrich drauf und einfach Gänseblümchen drauf mit den Kindern. Das hat diesen so einen Spaß gemacht, ihr Brot so zu bestücken mit den Gänseblümchen. Ja. Wow. Liebe Ute, ich danke dir von Herzen. Das waren jetzt ganz, ganz viele Impulse in Wahrheit schon. Ich versuche es ja immer auf 10 Minuten zu kürzen, aber es war jetzt so spannend und ich hätte noch viel, viel länger mit dir reden können. Ja, da kann man auch echt viel drüber reden gerade, ja. Das stimmt. Absolut. Ich sehe es auf alle Fälle als guten Startpunkt auch. Du hast ja eben bald diese Darmsanierung auch angekündigt, auch da für sich was Gutes zu tun. Hat die schon gestartet, die Darmsanierung? Wann geht die los? Ja, jetzt am 27. April, da müsste man jetzt noch recht schnell sein, weil da muss man Produkte bestellen und so, aber wir machen die monatlich. Hatte die jetzt nur einen Monat ausgesetzt, also tatsächlich auch wegen jetzt dieser ganzen Corona-Geschichte, da habe ich stattdessen eine Boostergruppe gemacht, aber jetzt des Monats wieder die Darmreinigung, ja, genau. Aber wer da Interesse hat, kann einfach mal vorbeigucken und im Zweifel einfach im nächsten Monat dann mitmachen. Also das läuft auf jeden Fall nicht weg. Sehr gut. Wow. Und was ich jetzt zum Abschluss noch gern wiederholen möchte, ist dein Satz, dass diese Krise ja in Wahrheit ganz liebevoll ist im Vergleich zu vielen anderen. Und das war jetzt auch ein schöner Impuls, den ich jetzt so mitnehme aus unserem Gespräch, weil das ist es, ja. Und es ist so, wie es ist. Auch das nehme ich mit. Vielen, vielen Dank, liebe Ute, für deine Worte, für deine Impulse, für deine Inspirationen. Ich bin mir sicher, dass ganz viele, die hier zuschauen und in den nächsten Stunden, 24 Stunden, es ist jetzt noch online, zuschauen werden, dass die da ganz viel daraus mitnehmen. Vielen lieben Dank, liebe Ute. Vielen Dank euch allen, die zugesehen haben. Und einen wunderschönen Abend. Danke. Tschüss.
Tschüss.